Willkommen bei meinem Podcast Gut Reloaded bei Astrid Pflaum. Ich bin eine Sängerin und eine Songwriterin und meine Songtexte sind geliebt und erlebt. Anfangen möchte ich mit meinem Songtext Lebenskreis, weil der der Ursprung meines Tuns ist. Und ja, mit 22 Jahren habe ich eine sehr schwere Gehirnhautentzündung gehabt, welche mir einen kurzen, aber einen unglaublich schönen Einblick in das Vorzimmer des Himmels geben ließ. Ich war im Licht, ich bin aber mit einem Auftrag wieder zurück in die Welt geschickt worden. Ich habe meinen Glauben verloren gehabt aufgrund von meiner schlimmen Kindheit, aber diese Kraft, was ich da gekriegt habe von oben, hat mich wieder anfangen lassen zu singen. Und dadurch habe ich auch meinen Mann kennengelernt und wir haben 3 wunderbare Kinder gekriegt und 2013 ist dann aber Multiple Sklerose bei mir ausgebrochen und ich war ein halbes Jahr auf beiden Augen fast blind. Ich war fertig, die Welt ist zusammengebrochen und ich habe gewusst, ich muss meinen Kindheitstraum, ich will meinen Kindheitstraum wahr werden lassen und habe Schauspiel studiert, weil ich gewusst, rausschieben geht mit dieser Krankheit nicht. Ich habe Schauspiel studiert und ich habe wieder angefangen zu singen. Und ich habe Kraft bekommen, immer beim Singen, wo ich gewusst habe, die macht alles möglich. Wie ich dann 44 war, sind diese Gedanken an das Nahtoderlebnis sehr intensiv zurückgekommen. Und ich habe auch angefangen zu schreiben. Meine Songtexte sind in dieser Zeit sehr intensiv entstanden. Und auch ein Gespräch von meiner Diagnose, von der MS, ist in die Erinnerung wieder zurückgekommen, wie mich ein Arzt gefragt hat, warum ich solche extremen Narben habe von meiner Gehirnrinde. Und ich ihm die Geschichte erzählt habe von meiner Gehirnhautentzündung. Und er mir erzählt hat, dass er sowas noch nie gesehen hat von einem Menschen, der das überlebt hat. Und genau das ist mein Auftrag, wegen dem bin ich da. Mir ist ein Wunder passiert, ich glaube drauf, ich weiß das einfach und ich würde es in die Welt weitertragen. Und diese Erfahrung in einen Vergleich zu setzen mit der Natur, dem menschlichen Körper, das ist für mich die beste Möglichkeit, euch das zu erklären und euch Vertrauen zu geben für das Leben. Und ja, das hat bei mir angefangen zu wachsen und deswegen bin ich da und möchte das auch in die Welt scheinen lassen. Und ich bitte euch einfach darum, dass mir hilft, meine Erinnerungen und meine Geschichte in die Welt tragen zu lassen, damit wir es heller werden lassen können. Wenn ich die erreicht habe, freut es mich voll, dann teilst mir bitte oder schaust mir nur mehr an. Such bei dir deinen Anfang, dann brauchst du das Ende nicht fürchten und du kannst dich auf dein Leben konzentrieren, wieso dass du da bist, weil es gibt einen Sinn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.